Narayanaya. Karam Bindu Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Om Karaya Namo Namaha Om Karam Bindu Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Om Karaya Namo Namaha Om Karam Bindu Samyuktam Nityam Jayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Om Karaya Namo Namaha. Komm zu einer guten und bequemen Sitzhaltung für die Meditation. Die Wirbelsäule ist aktiv und lang aufgerichtet, der Brustkorb geöffnet, die Schultern sind entspannt. Heb den Geist, heb das Bewusstsein. Seid bereit zur Erfahrung einer höheren Wirklichkeit, der höchsten, absoluten, wahren Natur. Nehmt zu Beginn der Meditation einige tiefe und zugleich ruhige Atemzüge, gerne in Bauch und Brustkorb. Nehmt mit jeder Einatmung frische Energie auf, mit der Ausatmung gebt verbrauchte Energie wieder ab. Lass die Atmung dann ruhig und gleichmäßig werden. Und beginnt dann im Rhythmus der Atmung ein Mantra zu wiederholen. Wer ein persönliches hat, wiederholt dies. Die anderen können zum Beispiel Om wiederholen. Om Namah Shivaya oder ein anderes für die Meditation geeignetes Mantra. Wiederholt das Mantra wieder und wieder im Rhythmus der Atmung. Und wiederholt das Mantra nicht einfach mechanisch, routiniert, sodass ihr an alle möglichen anderen Dinge denken könnt. Lass die Wiederholung des Mantras, des heiligen Namen, göttlichen Bewusstseins nicht zu einer automatischen Handlung werden, wie zum Beispiel Autofahren, sondern werdet euch jeden Moment der Mantra-Wiederholung vollkommen bewusst und erlebt durch die achtsame, konzentrative Aufmerksamkeit auf den Moment im Hier und Jetzt, wie das Mantra durch die Wiederholung, wie die Energie des Mantras durch die Wiederholung aktiviert wird. Werdet euch bewusst, wie ihr mit der Schwingung des Mantras, die durch die Wiederholung aktiviert wird, in Resonanz geht. Und wie durch diese Resonanz eine Wirkung ausgelöst wird. Während ihr das Mantra gleichmäßig, rhythmisch mit Ein- und Ausatmung wiederholt,
Werdet euch, auch wenn es eine geistige Wiederholung ist, des physischen Klanges bewusst. Auch im Geiste hat die Mantra-Wiederholung einen Wortklang und eine Melodie und einen Rhythmus. Und während ihr das Mantra so wiederholt, werdet euch bewusst, wie der Körper beginnt, auf die Mantra-Wiederholung zu reagieren. So wie der Korpus einer Gitarre oder einer Geige oder anderer Musikinstrumente auf die Schwingung der Saite reagiert und erst durch die Resonanz entsteht der Klang, der Ton, die Wirkung. So geht auch der physische Körper in Resonanz mit dem Wortklang, der Melodie und dem Rhythmus. Werdet euch dieser Resonanz des physischen Körpers auf die Wiederholung des Mantras ganz bewusst. Erlebt und erfahrt, wie das Mantra den Körper durchdringt und zum Schwingen bringt, jede Zelle des Körpers, jede Faser, jedes Körperteil, den Körper als Ganzes. Und so gelangt der Körper in die gleiche Schwingung des Mantras. Es entsteht ein Einklang von Mantra und Körper. Und so beginnt die göttliche Kraft des Mantras durch diese Schwingung den Körper zu durchdringen und zu erfüllen. Genauso wie der physische Körper in Schwingung gerät, kommt auch der Astralkörper in Schwingung der Energie, Emotionen und Geist, Intellektkörper. So wie das Mantra eine grobstoffliche Schwingung hat durch den Wortklang, Melodie und Rhythmus, so kommt durch die Wiederholung des Mantras auch die feinstoffliche, energetische und mentale Kraft des Mantras zum Schwingen auf der subtilen astralen Ebene. Lasst zu, wie das Energiesystem, das Prana in euch, die Chakras, die Nadis, durch die Wiederholung des Mantras in Resonanz gehen. Eure Gefühle in Resonanz gehen und das Denken. Werdet euch ganz bewusst durch diese achtsame, konzentrative Aufmerksamkeit auf die Schwingung des Mantras und die damit einhergehende Resonanz eures Astralkörpers. Werdet fein in der Beobachtung, werdet still in der Beobachtung umso feinere Resonanz werdet ihr in euch wahrnehmen. Spürt, wie das Prana in Einklang mit der göttlichen Kraft des Mantras geht. Es ist das gleiche Prana, das uns wütend werden lässt oder traurig, dumpf und träge
oder hyperaktiv. Durch die Wiederholung des Mantras wird dieses Prana vollkommen ruhig und fließt in sattwiger Harmonie. Im Einklang mit diesem sattwigen Prana werden ebenso die Emotionen harmonisch und friedlich, wenn sie in Resonanz mit dem Mantra gehen. So spürt, erlebt und erfahrt, wie die Wiederholung des Mantras tief in eure Gefühle eindringt, sie durchdringt, zum Schwingen bringt und die Gefühle, unabhängig davon, in welcher Schwingung sie vorher waren, in Resonanz bringt. Wenn die Gefühle, die Emotionen in Einklang mit der göttlichen Schwingung des Mantras sind, dann werden auch sie ein Ausdruck des Göttlichen. Wenn das Göttliche sich als reine Kraft durch unsere Gefühle ausdrückt, erfahren wir Liebe und empfinden Liebe für andere Geschöpfe. So lasst diese Liebe zu, die entsteht, wenn die Gefühle in Resonanz mit dem Mantra gehen. Und erlebt dann, wie das Denken sich transformiert, wenn es in Resonanz mit der göttlichen Kraft und Schwingung, mit dem göttlichen Geist, der mit dem Mantra schwingt, in Resonanz gehen. Spürt, wie das Denken ruhig wird, klar, fokussiert und konzentriert auf das Wesentliche, sich nicht mehr zerstreut, sondern einpünktig wird, vollkommen klar und rein. Wenn der Geist in vollständigen Einklang mit dem Mantra kommt, durchdringt das Göttliche den Geist in Vollkommenheit und der Geist erkennt das Göttliche als Wesen von allen Dingen, die er wahrnimmt oder beobachtet. Und so fokussiert sich der Geist durch die Resonanz mit dem Mantra im Einklang auf das Göttliche und wird sich des Göttlichen gewahrs als wahres Wesen allen Seins. Wiederholt weiter das Mantra wieder und wieder im Rhythmus der Atmung, mit vollkommener, maximaler Konzentration verbunden mit dieser achtsamen, konzentrativen Aufmerksamkeit auf die Wirkung des Mantras in euch. Wenn physischer Körper und Astralkörper in Einklang mit der göttlichen Schwingung des Mantras sind, dann werden sie durchlässig und das Bewusstsein durchdringt diese Ebenen und erfährt sich in seinem subtilen Körper. Im Innersten der Seele. Erfahrt, wie die Seele in Resonanz mit der Schwingung des Mantras geht. Wenn die Seele in eine Schwingung gerät, die dem Mantra gleich ist, erfährt sie sich nicht mehr als begrenztes Individuum, denn die Schwingung, die göttliche Schwingung, die Kraft des göttlichen Seins, welches tief im Mantra verborgen ist, durchdringt und erfüllt auch die Seele. Wenn die Seele durch die Resonanz in die gleiche göttliche Schwingung kommt, erfährt sie sich nicht als begrenztes, egoistisches Individuum, sondern erfährt sich in seiner wahren Natur als reines göttliches Sein.
spürt und erfahrt, wie eure Seele in Einklang mit dem Mantra, mit der Schwingung des Mantras kommt. Wenn die Schwingung der Seele nicht mehr von der Schwingung des Mantras zu unterscheiden ist, wenn Mantra und euer innerstes Selbst eins werden, dann gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen allumfassendem göttlichen Sein und Individuum. Wenn ihr dies zulasst und im Innersten erfahrt, erfahrt ihr euch als vollkommene göttliche Existenz. Ihr erkennt eure wahre, vollkommene göttliche Natur durch die Wiederholung des Mantras, durch die regelmäßige, gleichmäßige Wiederholung des Mantras in Stille, in vollkommener Stille, stille Meditation.
Jaya Ganesha. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Sharakshamam Sharavana Baba Sharavana Baba Sharavana Baba Pahimam Subramanya 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 Rakshamam Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati Pahimam Shri Saraswati Shri Saraswati Shri Saraswati Rakshamam Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Chet Guru Chet Gana Guru Chet Maya Guru Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Chet Guru, Chet Gana Guru, Chet Maya Guru Om Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Satguru Nata, Sri Guru Nata, Jai Guru Nata, Shivananda, 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 Satguru Deva, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Om Namah Shivaya, 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 Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya, Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Krishnam Vande Jagat Gurum Shri Krishnam Vande Jagat Gurum Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Shivaya, Om Namah Shivaya. Ich singe mit euch ein, für euch ein besonderes Lied, und zwar die Nummer 51, Chidanand von Swami Shivananda, gemischt mit 52 und 53 und 54. Vielleicht eins oder das meistgesungene Lied von Swami Shivananda, der sehr viel durch Lieder auch gelehrt hat. Ja, und wenn er Menschen also Unterweisungen gegeben hat oder geben wollte, dann hat er oft nicht lange Vorträge gehalten, sondern ja, die Botschaft in ein Lied verpackt, und dann sind die Leute zusammengekommen, was ist da los? Da singt ein großer Mann mit Glatze laut herum, und dann haben sie zugehört, was er gesungen hat. Und so könnt ihr dann jetzt auch diese Botschaft von Swami Shivananda über die Grundlage seines ganzheitlichen Yoga durch dieses Lied ganz besonders auf euch wirken lassen. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Arahallame Alamasta Sachidananda Hum. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Knowledge bliss, knowledge bliss, bliss absolute. In all conditions I am knowledge bliss absolute. Acharanand, Amaranand, Achalananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Acharanand, Amaranand, Achalananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. I am without old age, without death, without motion. In all conditions I am knowledge bliss absolute. Wissen, Wonne, absolute Wonne, absolutes Wissen, Wonne bin ich jederzeit. Jenseits von Veränderung, Krankheit und Tod, absolutes Wissen, Wonne bin ich jederzeit. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Acharanand, Amaranand, Achalananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. Diene, Liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Sei gütig, tue Gutes, sei mitfühlend. Adapt, adjust, accommodate. Bear insult, bear injury, highest yoga. Bear insult, bear injury, highest sadhana. Versöhne dich, sei flexibel und geh auf andere ein. Trage Kränkung, trage Schmähung, höchster Yoga. Trage Kränkung, trage Schmähung, höchstes Sadhana. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Acharanand, Amaranand, Achalananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Acharanand, Amaranand, Achalananda Hum, Hallame Alamasta Sachidananda Hum. Chidanand, Chidanand, Chidananda Hum, Harahallame Alamasta Sachidananda Hum. Serve, love, give, purify, meditate, realize.
Be good, do good, be kind, be compassionate. Diene, liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Sei gütig, tue Gutes, sei mitfühlen. Chit-Anand, Chit-Anand, Chit-Ananda Hum. Harahallame Alamastasa Chit-Ananda Hum. Om Namah Shivaya. Ohne Wechselgesang geht doch alles viel schneller. Dann können wir noch ein Kirtan singen. Ich singe jetzt noch die Nummer 255. Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva 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 Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva Kali Kali Mahamaya Namah Kalike Namo Namah Durga Durga Mahamaya Namo Durgaye Namo Namah Guru Maharaj Guru Deva Guru Maharaj Guru Deva Guru Maharaj Guru Deva Satguru Shivananda Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Narayana Hari Narayana Hari Narayana Hari Om Narayana Hari Narayana Hari Narayana Hari Om Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Om Krishna Om Krishna Om Krishna Om Krishna Om Krishna Om Krishna Om Om Devi Om Devi Om Devi Om Devi Om Devi Om Devi Om Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Jesus Om Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Om Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Om Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Om Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Bhagavan Shri Shivananda Om Om Aim Hrim Klim Om Aim Hrim Klim Om Aim Hrim Klim Om Om Aim Hrim Klim Om Aim Hrim Klim Om Aim Hrim Klim Om Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva 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 Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva Namah Shivaya Sada Shiva Om Namah Shivaya. Ich
lese etwas von Swami Shivananda vor aus seinem Buch Shivanandas Botschaft vom göttlichen Leben. Ist ja nicht wirklich ein Buch von ihm, sondern eine Sammlung von Anekdoten mit ihm, die Schüler gesammelt haben. Ja, und diese Sammlung ist aus Begegnungen, die Menschen hatten mit Swami Shivananda und die dann eben niedergeschrieben wurden auch. Der Meister sprach zu einem Schüler, der 4 Jahre in Uttarkashi verbracht und seine Zeit ausschließlich der Meditation gewidmet hatte und der jetzt in der Abteilung des Ashrams, die für den Schriftverkehr zuständig war, arbeitete. Also Uttarkashi, ich weiß nicht, wie gut ihr euch da auskennt bei Rishikesh, das ist dann den Gangesfluss aufwärts. Ja, ist auch so ein heiliger Pilgerort, ist nicht ganz so touristisch und rummelig wie Rishikesh, sehr viel zurückgezogener und für intensives Tapas und tiefe Meditation vielleicht noch besser geeignet als Rishikesh. Und in Rishikesh ist das Essen dafür sehr gut im Shivananda Ashram. Ja, und natürlich, wenn man dann jahrelang nur meditiert hat und dann im Schriftverkehr zuständig ist, ja, das sind ja nicht immer nur freundliche Worte, das ist ein großer Umbruch. Und so sagte Swami Shivananda, ich glaube, du führst jetzt ein anderes Leben als in Uttarkashi. Ja, es ist jetzt ein komplett anderes Leben, Swamiji. Aber hast du nicht das Gefühl, dass dir die Meditation fehlt? Fragte der Meister. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Meditation vermisse. Ich praktiziere auch hier Meditation. Ja, und der Meister fühlte sich durchaus inspiriert durch diese Worte. Von deiner Arbeit hier profitieren Tausende von spirituellen Schülern. Du dienst und erhebst Tausende. Gut, also er war offensichtlich mehr damit beschäftigt, Swami Shivanandas Briefe zu schreiben, um sie in die Welt zu schicken. Das ist natürlich wiederum was sehr Erhebendes. Das ist mehr als Meditation. Ich glaube nicht an ausschließliche Meditation 12 Jahre lang an einem abgeschiedenen Ort. Es ist falsch zu glauben, dass das Göttliche nicht auch erlangt werden kann, wenn man ein aktives Leben führt. Nur im Bereich des Dienens kann man bestimmte Tugenden entwickeln und lernen, gegenüber Kritik und Schmähungen gleichgültig zu bleiben. Das haben wir ja eben auch gesungen, ne? Ertrage Kränkung, ertrage Schmähung, höchste Sadhana. Wenn jemand, der in Abgeschiedenheit lebt und Meditation und Japa praktiziert, von einem anderen kritisiert wird, würde er sofort den Ort verlassen. Nur wenn man im Kontakt mit Menschen ist, wird man Duldsamkeit, Anpassungsfähigkeit, Gleichmut gegenüber Lob und Tadel und anderen Tugenden entwickeln. Aber selbst wenn man dient, sollte man nicht auf Meditation verzichten. 2 oder 3 Stunden tiefe Meditation am Morgen sind ausreichend. Gut, das, er spricht dort so mit engeren seiner Swamis zusammen dort, ja, und der, mit dem er spricht, der natürlich schon viele Jahre meditiert, auch so auf westliche Aspiranten runtergebrochen, mindestens 1/2 Stunde am Tag, aber 2x1/2 Stunde ist noch besser. Also, 2 oder 3 Stunden tiefe Meditation und selbstloser Dienst mit göttlichem Gefühl werden die Evolution beschleunigen. Einmal alle 2 Jahre kannst du für Japa und Meditation, also Japa, die Mantra-Wiederholung, nach Uttarkashi oder an einen anderen abgeschiedenen Orten gehen und nach einiger Zeit kannst du wieder in die Ebene zurückkehren und in die Meditation des Dienens eintauchen. Das war Shivananda. Hat Meditation nicht als stilles Sitzen betrachtet, sondern Meditation ist eine bewusste Geisteshaltung, die im Idealfall unabhängig ist von der äußeren Handlung. Meditation ist nicht abhängig von der Sitzposition, nicht abhängig vom Raum. Eine gute Sitzposition und ein guter Raum helfen, in die Meditation zu gehen, aber Meditation als Bewusstseinszustand ist unabhängig von der äußeren Handlung. Ich habe viele Schüler gesehen, die tamassig wurden, weil sie sich vor der Arbeit gedrückt und nur Japa und Meditation geübt haben, für die sie noch nicht bereit waren. Vorhin mit euch ja dieses zum Teil lustige Lied gesungen auch. Ja, in diesem Lied ist Swami, ist Shivanandas Grund
Satz für ein göttliches Leben letztendlich verfasst. Diene, liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Ja, und die spirituelle Praxis beginnt mit Dienen, Lieben und Geben. Ja, gelebtes Bhakti-Yoga im Alltag und gelebtes Bhakti- und Jnana-Yoga auch im Wissen einer göttlichen Wirklichkeit, das ist dann Karma-Yoga. Ja, und dieses bewusste Dienen mit Liebe und Hingabe ist letztendlich das, was unseren Geist tief reinigt. Ja, und in ganz vielen Büchern, Schriften und Abhandlungen, entweder sagt Swami Shivananda Japa wiederholen oder dienen. Seva, Karma-Yoga ist das A und O spirituellen Wachstums. Ja, und dienen, umso mehr Menschen man dient, ja, umso machtvoller ist der Dienst. Dienen nicht, um einen Profit zu bekommen, sondern dienen als Geschenk aus Liebe. Wahre Liebe verlangt keine Gegenleistung. Wahre Liebe ist reingebend, ohne etwas dafür zu verlangen oder zu erwarten oder zu hoffen. Ja, nicht mal irgendwo in einer versteckten Gehirnzelle da hinten. Gar nicht. Ja, reines Geben. So wie im Normalfall eine Mutter einem frisch geborenen Säugling alles gibt, was es braucht, ohne zu hinterfragen, was sie selbst vielleicht für Vorlieben jetzt hätte oder Wünsche, wo es im nächsten Sommer in Urlaub hingehen könnte oder ähnliches. Dort ist dann das Kind und es bekommt alles, was es braucht. Und die Mutter verlangt nichts vom Baby dafür. Ja, und diese reine selbstlose Liebe, jedem Menschen gegenüber zu geben, wer kann das? Das ist die Aufgabe, das ist wahres Yoga. Stundenlang Luft anhalten und den Körper 2 Stunden lang stillhalten und das Mantra wiederholend in einem Ort, wo es keine Störung gibt, ist sehr viel leichter, auch wenn das schon schwer ist. 1 Stunde Kopfstand ist leichter als 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr aus reiner Liebe zu handeln und zu geben. Ja, diese reine göttliche Liebe, die nichts erwartet, die nichts braucht, die nichts erhofft, die nichts verlangt. Ja, und genau das ist aber der Ausdruck des Göttlichen. Es heißt, Gott drückt sich in uns durch die Fähigkeit zu lieben aus. Und diese wahre Liebe, Prem, ja, diese reine göttliche Liebe, ja, die entfalten wir durch Dienen, durch Geben, Schenken. Ja, und so entsteht diese tiefe Reinigung von allen niederen geistigen Mustern, die wir haben. Und wenn wir davon befreit und gereinigt sind, dann entsteht die Meditation von alleine. Dann gehen wir in Einklang mit dem Göttlichen und nicht in Vielklang mit der Welt. Vielklang produziert manchmal Disharmonien. Na, jetzt ist er weg. Vorhin war da so ein Ton, der kam auf einmal und da gehörte nicht dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Ja, aber Vielklang erzeugt schnell Disharmonie. Ja, und in diesem Einklang, wenn wir in den hineingehen mit dieser reinen göttlichen Liebe, die jederzeit in uns ist, das ist nicht etwas, was wir neu kreieren müssen, sondern das ist unser innerster natürlicher Zustand. Und den entwickeln wir durch Dienen, Lieben, Geben, ja, und die dadurch entstehende Reinigung. Dann fallen wir in die Meditation hinein. Ja, und über die Meditation, wenn die Reinigung dann noch weiter fortschreitet, dann entsteht diese Erkenntnis des Höchsten Selbst. Und sie entsteht nicht, indem wir unsere notwendigen Aufgaben, die es bis dahin zu erledigen, versuchen, aus dem Weg zu gehen. Sie holen uns immer wieder ein. Hari Om Tat Sat. Wir wiederholen das Om Triambakam, Segenswünsche, Friedensgebete. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat.
Om Triambakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukami Vabandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat Om Sarvesham Svasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Dukabhak Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamivavashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharajiki Jai. Om Bolo Adi Guru Shankaracharya Maharajiki Jai. Wir stehen auf zur Arati. Jaya Jaya Rati Vigna Vignayaka Vigna Vignayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Rati Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Rati Venu Gopala Venu Gopala, Venu Lola, Papa Vidura, Navanita Chora, Jaya Jaya Rati, Venkataramana, Venkataramana, Sankataharana, Sitarama, Radeshyama, Jaya Jaya Rati, Gauri Manohara, Gauri Manohara Bhavani Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jaya Rati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Rati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jaya Rati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Rati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shanishwaraya Shanishwaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Rati Sadgurunata Sadgurunata Shivananda
Jaya Jaya Rati, Jesus Gurave, Moses Gurave, Buddha Gurave, Jaya Jaya Rati, Mohammed Gurave, Lao Tse Gurave, Samasta Gurubhyo Namaha, Jaya Jaya Rati, Venugopala. Tvameva mata chapita tvameva tvameva bandus chasaka tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva kayena vracha manasendriya irva Bhutyatmanava prakriteya svabhavat karomiyatyat sakalam parasmai narayana yeti samarpayami sarvadaman parityaja mamekam sharanam vracha aham tva sarva pabibhyo moksha ishyami ma sucha. Oh, dann danke für eure Teilnahme, danke allen, die von zu Hause ja, über den Livestream auch teilgenommen haben. Und schön, dass wenn keine Gäste zurzeit ins Haus kommen dürfen, dass wir dann so über das Internet in Verbindung bleiben können und auch so, ja, dass verbreitet werden kann, Menschen teilnehmen können. Und eine Bitte an alle, die zu Hause sind, unterstützt uns weiter mit Spenden, bucht Online-Seminare, holt euch so die Inspiration nach Hause. Ja, und so helft ihr uns weiterhin, Zeit gut zu überstehen. Danke für alle Unterstützung, die auch bisher schon gekommen ist. Es hilft uns sehr, gut über die Runden zu kommen. Hari Om Tat Sat.